Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Matthias Nowak ist ein über die Grenzen Deutschlands hinaus anerkannter Fußballtrainer. Er war unter anderem in Brasilien bei Fortaleza und von 2009 bis 2017 beim FC Bayern München tätig. Und zwar als Techniktrainer bei den Frauen und der Jugend. Deep Learning heißt sein Konzept und es meint kognitives Bewegungstraining mit dem Ball. Aber lassen wir es Matthias Nowak selbst erklären. Ja, es ist ja so, dass mittlerweile doch, Gott sei Dank kann man sagen, das kognitive Training in Deutschland natürlich auch so langsam, aber sicher ankommt. Die Frage ist nur, wie trainiert man tatsächlich das Hirn eines Fußballspielers? Da scheiden sich ja die Geister. Der erste Punkt, der vielleicht beim Deep Learning wirklich heraussticht, ist, dass beim Deep Learning eine tatsächliche Lernstruktur gibt oder vorhanden ist, die wir auch jetzt in diesem Trainerworkshop erkannt haben und auch benannt haben. Ja, dass wir nicht irgendwo anfangen, sondern ganz gezielt und dann auch ganz gezielt weiter die Spieler im kognitiven Bereich so trainieren und im motorischen Bereich natürlich auch, dass es sogenannte Synergieeffekte gibt, um einfach auch ein gewisses Lerntempo zu erhöhen. Weil eins ist ganz wichtig, Spieler wollen den schnellstmöglichen Erfolg und wenn wir ehrlich sind, wir Trainer auch. Es geht erstmal grundsätzlich nochmal zu inspirieren, dass kognitives Training heutzutage sein muss. Ja, warum? Weil sich der Fußball natürlich im Laufe der Jahre grundsätzlich verändert hat. Es ist eine Hochgeschwindigkeitsveranstaltung, wie ich immer sage. Und Hochgeschwindigkeit heißt letztendlich auch eine Sache des Gehirns, nämlich eine Frage der Kapazität und der Geschwindigkeit. Also wie schnell kann ich kognitiv die Dinge, die ich aufnehme, wahrnehme, auch so verarbeiten, dass ich bestmöglich die Chance habe, das Spiel lesen zu können. Eingeladen war Matthias Nowak von Tobias Eisel, dem aktuellen Trainer der U17 des 1. FC Saarbrücken, der am 12. Juni mit seinem Team im Sportfeld um den Aufstieg in die Bundesliga spielen wird. Der Tag wurde bestmöglich ausgenutzt. Am Vormittag trainierten 26 Kinder unter der Maßgabe von Matthias Nowak. Am Abend dann trafen sich 15 Trainer, unter anderem von Phoenix Kleinbittersdorf, SV Auersmacher, dem SC Hallberg-Brebach und dem 1. FC Saarbrücken zu einer Fortbildung in der Soccer Arena. Ja, wir bieten ja mit unserer App Game Changer fußballspezifisches Training an. Unser übergeordnetes Ziel ist, dass wir halt das Wissen aus dem Profibereich im Amateursport zur Verfügung stellen, dass wir qualitative Trainingsinhalte bieten, jedem interessierten Amateursportler, der einen Zugang so vielleicht nicht hat. Und als saarländisches Startup ist es uns halt wichtig, auch für Saarland was zu tun. Und da sind Präsenzveranstaltungen natürlich essentiell. Und wenn wir dann solche Experten wie Matthias Nowak zu uns holen können ins Saarland nach Saarbrücken, ist das natürlich was ganz Besonderes. Wie Tobias Eisel nach dem Performance Day berichtete, ist die Resonanz ausgesprochen positiv ausgefallen. Von den Kindern über deren Eltern bis hin zu den Trainern. Einem weiteren Performance Day steht also nichts im Wege.